Ja, tada und herzlich willkommen zum zweiten Adventskalender-Türchen vom Zwergenfürst-LP. Ja, heute gibt es etwas Lustiges. In der guten alten Zeiten zuliebe, gestern gab es schon was ganz Wunderschönes. Das wird heute ähnlich, nicht genauso, aber ganz leicht bisschen ähnlich. Hat fast nichts mit dem anderen zu tun, aber eine kleine Ähnlichkeit hat es. Heute spielen wir nämlich mein erstes Spiel und passt gut auf, das erste Spiel, was ich auf dem DS Lite gespielt habe, als Let's Play auf Zwergenfürst. LP. Es ist kein normales Spiel. Es ist ein etwas kindliches Spiel. Es ist vielleicht auch ein bisschen peinlich und ein bisschen quatschig und ein bisschen albern. Aber dafür bin ich ja hier. Dann würde ich mal sagen, auf geht's nach dem Intro. Los geht's. Wir spielen noch in ziemlich schlechter Grafik. Für damaligen Verhältnisse war das gut. Die Kreatur aus der Grossenkrabbe. Mein wirklich erstes Spiel, was ich mit dem DS 2000 und, ach was weiß ich, 2008 oder 2007 oder irgendwann vielleicht noch früher geschenkt bekommen habe. Ja. Wir starten einen neuen Spielstand. Ich fühle mich jetzt schon albern. Auf geht's in das erste Level namens Dieselträume. Ein sehr Touchscreen-aktives Game. SpongeBob. Wie ich das damals als Kind geliebt habe, glaubt ihr nicht. Wie ging das nochmal? Oh, wer wohnt in der Ananas? Ganz die Familie. Oder so ähnlich. Oh, der Führerschein. Ein Bootsfahrschein. Bah! Genau. Gut. Mrs. Puff. Ich fühle mich jetzt schon leicht dämlich. Aber das kommt noch. Das wird noch. Ich fühle mich noch nicht dämlich genug. Also, lesen wir erstmal den Text von Mrs. Puff, der Fahrschullehrerin von SpongeBob. Oh je, ohne deinen Führerschein darfst du nicht fahren. Ja, das ist korrekt, durchaus korrekt. Wie kann ich ihn jemals wieder einfangen? Ja, ich habe die SpongeBob-Stimme leider nicht drauf. Tut mir leid. Keine Sorge, mein kleiner Schwamm. Ich bin sicher, dass dir etwas einfällt. Immerhin ist es dein Führerschein. Oder dein Traum. Oh, stimmt ja, wir befinden uns offensichtlich in einem Traum. Lasse SpongeBob gehen, indem du ihn in die gewünschte Richtung schubst. Oh, schubsen sollen wir ja auch noch. Oh, das Ganze findet auf dem unteren Bildschirm statt. Hier. Wie gesagt, es ist noch ein etwas älteres Game. Die Steuerung ist auch dementsprechend herrlich. Ich mach nichts. Meine Hände sind oben. Einfach nur schubsen. Lass das SpongeBob stehen bleiben, indem du ihm einen Schubs nach unten gibst. Und zwar genau so. So ist die Steuerung. Lass das SpongeBob springen, indem du ihn nach oben schubst. Zack. Und hops. Und hops. Und hops. Sehr bescheidene Steuerung. Die Knöpfe haben fast nichts zu tun. Ist nur der Touchpad. Der hier aktiv ist. Ich fürchte, du musst mehr tun als nur herumlaufen. Ach, Grütze. Was für eine Art Traum ist dies bloß?
müsste man den SpongeBob Sprecher engagieren, aber das wäre ein bisschen zu teuer und würde die Rahmen dieses Let's Plays sprengen. Ich versuche ihn so gut wie möglich zu sprechen. Wenn SpongeBob zu einem Objekt kommt, das geschoben werden kann, schiebt er es automatisch. Benutze diese Objekte, um Brücken über Gruben zu bauen oder an hochgelegene Orte zu gelangen. Wie gesagt, ich spiele dieses Spiel auch nur deshalb, weil es wirklich mein erstes Spiel überhaupt ist. Es ist Zerbrich Hindernisse, indem du sie piekst. Piek. Ja. Größere Hindernisse benötigen eventuell mehr Piekser, bis sie zerbrechen. Piek, piek. Ja. So, zerblätzt. Und weiter geht's. Ja, es ist ein Kinderspiel. Wie ihr schon an diesem ersten Level bemerkt. Es gibt auch noch andere Arten von Hindernissen. So kannst du zum Beispiel mit einer Schneidebewegung Seegras abschneiden, das SpongeBob im Weg ist. So zum Beispiel. Ich habe dieses Spiel auch wirklich schon ein Jahrzehnt nicht mehr gespielt. Und ich habe es immer noch drauf. Ich weiß, wie man das spielt. Ich hab's im Blut. In einigen Objekten sind Extras versteckt. Finde diese Extras, indem du die Objekte berührst. So ungefähr. Okay, oder auch nicht. Ach so, berühren. Ja. Der Strudel saugt uns ein wie ein schwarzes Loch. Und verschwindet hinter uns. Manche Hindernisse werden durch Ventile gesteuert. Kurble an den Ventilen, um Mauern anzuheben oder Brücken zu senken. Das kriegen wir doch gerade noch so hin. Es gibt auch Ventile, die nur aktiviert werden können, indem ein Knopf gedrückt wird. Die beste Methode, einen Knopf gedrückt zu halten, ist SpongeBob darauf zu stellen. Aber es gibt auch andere Methoden. Ja, es gibt immer andere Methoden und Wege. Oh, ich weiß noch, wie ich an dieser Stelle damals, als ich das erste Mal gespielt habe, vor einem Jahrzehnt, an dieser Stelle verzweifelt bin, weil ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich habe dieses Rad nicht mitbekommen. Ich war schon immer ein unglaubliches, abgelenktes Kind und ich habe es einfach nicht mitgerichtet. Ich bin hier runter und hoch und bin an dieser Stelle verzweifelt. Ja. Damals kannte ich auch noch gar keine Let's Player. Ich hab nicht nach Let's Playern geguckt und habe geguckt, gibt's da jemanden auf YouTube, der das gemacht hat? SpongeBob, die Kreatur aus der großen Krabbe, als Let's Play. Streiche über Griffe, um Timer zu aktivieren. Aber du musst dich beeilen. Sie bleiben nicht lange aktiv. Oh, wie mich das immer gehetzt hat im Spiel. Und man muss immer diese Führerscheine, warum das auch jetzt mehrere sind, keine Ahnung. Man muss auf jeden Fall die Führerscheine sammeln, um in die Blasen zu können. Zunächst berühre die Dinge und ziehe sie nach unten. Ich habe einen Text verpasst. Lasse ihn dann los, um zu beobachten, wie er fliegt. Ach, diese Dinger hier. Die Trampoline hier. Zack. Hui. Ich kann fliegen. Hui. Ne, das ist der falsche Weg. Hui. Ja. Erinnerungen kommen hoch. Ich werde das nicht als Let's Play spielen. Keine Angst. Das wird es auf meinem Kanal nicht geben. Nee. Erstmal nicht. Vielleicht irgendwann, aber. Nee, unwahrscheinlich. Hilf SpongeBob, Gegner zu besiegen, indem du sie durch Berühren lähmst. Aber sei vorsichtig. Einige Gegner müssen mehrmals berührt werden, bis sie gelähmt sind. Und sie bleiben auch nicht lange gelähmt. Ich lähme dich. Oh, da ist noch ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. Eine Qualle, eine fiese, böse Qualle. Und das war ein Leben, das gelbe. Was? Geschafft.
So, ich habe das Level geschafft. Schlafsamen erhalten. 0. Okay. Spieldaten werden gespeichert. Was? Schon das nächste Level? Ich denke, das werde ich jetzt nicht mehr machen. So ein kleiner Einblick in die Welt des ersten Games, das ich je in meinem Leben auf überhaupt irgendeiner Konsole, das war damals der DS Lite, das habe ich damals zum ersten Mal gespielt und ja, ich war halt eben 10, ich glaube ich war 10, ja, 10 trifft es glaube ich ganz genau, ich war 10, als ich dieses Spiel gespielt habe. Hopp, jetzt zurück und zack, hui, ja, dann hoffe ich, euch hat es ein bisschen gefallen, hier ist die Aufgabe, diese Motorteile hier einzusammeln, diese Schiffchen. Ich muss mir nämlich jetzt auch noch ein Schiff zusammenbauen. Gib mal gut. Ich kann jetzt zeigen, hier die Teilchen hier, dass man sich im Laufe des Levels so einsammeln. Und ich habe wirklich die Hände. Ich muss hier einfach nur einmal und der läuft einfach. Ich muss nur solche Aktionen wie drehen. Dann mache ich einmal hüpf und dann so und dann läuft der. Ich habe die Hände nicht am Display. Na. So, das muss dann auch mal passieren. Ist halt kindgerecht und ich habe schon das zweite Teil von 5 geschafft. Ich habe, bis die Abmoderation fertig ist, habe ich das Level auch geschafft. so. Oh, das sind auch Dinge, wo ich, wow, verzweifelt bin damals. Zu viel die Hand wegnehmen sollte man dann doch nicht. So. Verabschiede ich mich von euch und hoffe, euch hat dieser zweite Adventskalender Türchen gefallen. So, Däumchen hoch, sollte es gefallen haben, der guten alten Zeiten zuliebe wieder mal. So, ihr seht jetzt hier gleich links ein nettes kleines Video von, oh, hier gibt es 2 Wege, die man wählen kann, hier runter oder da lang. Ich habe immer diesen Weg hier genommen. Ihr seht hier ein Video links von einem nice Let's Player eingeblendet. Eine kleine Empfehlung von mir, könnt ihr euch gerne reinziehen. Rechts ein Video von mir aus den letzten Tagen. Eine Empfehlung. Reifen zerplatzen. Dann suche ich mal durch. Löst schon von selbst auf. Mal hüpfen und darunter. So, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Habt noch einen schönen 2. Dezembertag und ja, bald kommt das nächste Video. Und zwar genau am, genau am 3., also morgen früh, könnt ihr euch das 3. angucken. Das wird dann etwas anderes. Jeden Tag etwas anderes. Ja, freut euch drauf. Dann bis dahin noch eine angenehme, fürstliche Zeit. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hopp, dann muss ich aktivieren. So, macht's gut. Macht's wie SpongeBob, seid immer bereit. Und dann sehen wir uns am morgigen Tag wieder. Ja. Und ich flieg aus dem Bildschirm hinaus.